Heute für euch alle Gründe, warum die Dursleys Zauberei und Zauberer hassten. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Dursleys sprechen, Vernon, Petunia und Dudley Dursley. Genauer gesagt werden wir uns mit ihren Ansichten über die Welt der Magie befassen und warum ihr Hass auf alles, was mit Magie zu tun hat, vielleicht sogar ein wenig gerechtfertigt ist. Fangen wir ganz am Anfang mit Harrys Adoption an. Als Harrys Eltern Lily und James am 31. Oktober 1981 ermordet wurden, wurde entschieden, dass Harry von seiner Tante Petunia und ihrer Familie aufgezogen wird. Diese Entscheidung wurde mit der Begründung getroffen, dass Harry durch das Blut von Lillys Schwester Petunia geschützt wurde, solange er ihr Haus sein eigen nannte. Von Anfang an waren die Dursleys Harry gegenüber sehr kritisch eingestellt, vor allem weil sie ihn mit der Welt der Magie in Verbindung brachten, die sie so sehr verabscheuten. Sie mochten nichts, was aus dem gewöhnlichen Rahmen herausfiel, und plötzlich stand Petunia vor der Aufgabe, ihren magischen Neffen aufzuziehen. Sie erzählten Harry nie, wie seine Eltern gestorben waren, informierten ihn nie über Hogwarts und sie versäumten es, ihm gegenüber die Existenz der magischen Welt auch nur zu erwähnen. Sie verbargen Harrys Vergangenheit vor ihm, weil sie zu einer Welt gehörte, die sie hassten. Eine Welt, von der sie vorgaben, dass sie nicht existierte. Aber versteh mich nicht falsch, die Dursleys hassten die Magie zum Teil aufgrund ihrer Persönlichkeit, was sicherlich nicht zu rechtfertigen ist. In diesem Video möchte ich jedoch die Möglichkeit untersuchen, dass sie aufgrund der negativen Auswirkungen, die die magische Welt auf ihr Leben hatte, in größerem Maße berechtigt waren, sie zu hassen. Schauen wir uns jede der Herausforderungen an, die sie gegenüberstanden, und stellen wir fest, was zu einem berechtigten Hass gegenüber allen magischen Dingen beigetragen hat. Wir werden die Dinge aus ihrer Perspektive einmal betrachten. Petunias Hass auf Magie begann schon sehr früh. Petunia Dursley, geboren Petunia Evans, war eine englische Muggelfrau, die Tochter von Mr. und Mrs. Evans, die Schwester von Lily Evans und die Tante von Harry Potter. Trotz ihrer offensichtlich verachtenswerten Darstellung in den Büchern und in den Filmen war die kaltherzige und böse Petunia nicht immer so. Petunia und ihre Schwester Lily wuchsen in der Stadt Cokeworth auf, und als sie älter wurden, zeigte Petunias Schwester Lily mehr und mehr Anzeichen magischer Fähigkeiten, die bei Petunia nicht vorhanden waren. Lillys magische Fähigkeiten waren anfangs recht gering, und obwohl Petunia anfangs nicht viel von ihnen hielt, spürte sie schließlich einen Hauch von Eifersucht. Als Lillys Magie immer stärker wurde, erhielt sie viel Aufmerksamkeit von ihren Eltern für ihre Begabung. Und ich glaube, dass Petunia, die keine magischen Fähigkeiten besaß, sich einfach etwas übergangen fühlte. Sie hasste die Magie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, obwohl ich sicher bin, dass ihre mangelnde Fähigkeit, Magie zu praktizieren, sie sicherlich beeinträchtigte. Im Jahr 1971 erhielt Lily ihren Brief von der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Es war ein bedeutsames Ereignis für die Familie, zumindest für die meisten von ihnen. Die jüngste Tochter der Familie Evans war eine Hexe. Als Petunia sah, dass Lily ihren Brief erhielt, fühlte sie eine Flut von Gefühlen. Verwirrung, Wut, aber vor allem auch Eifersucht. Obwohl sie nicht zaubern konnte, fühlte sie sich gezwungen, einen Brief an niemand Geringeren als Albus Dumbledore, den Schulleiter von Hogwarts, zu schreiben. In der Hoffnung, selbst in die Zauberschule aufgenommen zu werden, legte Petunia Dumbledore ihr Anliegen vor und fragte, ob sie zusammen mit ihrer Schwester dort studieren könnte. Doch Dumbledore musste leider ablehnen, da Petunia keine magischen Kräfte besaß. Obwohl ihr die Aufnahme aus gutem Grund verweigert wurde, fühlte sich Petunia verletzt und ausgegrenzt. An diesem Tag erreichte die Eifersucht, die Petunia auf ihre Schwester empfand, einen neuen, dunkleren Höhepunkt. Von diesem Tag an lehnte Petunia die Magie vollständig ab. Es war eine Welt, die sie ablehnte, und der Schmerz, den sie aufgrund ihrer Ablehnung empfand, manifestierte sich in Form von Wut auf ihre Schwester. Hier begann der Hass von Petunia. Und so traurig das auch ist, es rechtfertigt sicherlich nicht ihren Hass auf die Magie. Es zeigt nur, dass sie ein bisschen, nun ja, kleinlich ist. Eifersucht ist fast nie eine Entschuldigung dafür, jemanden zu verurteilen, und ihre Schwester für Eigenschaften zu verurteilen, mit denen sie geboren wurde, spricht für die Art von Mensch, die Petunia war. Beginnen wir mit dem ersten Buch und durchleuchten wir die Geschichte von Harry Potter, um zu verstehen, was den allgemeinen Hass der Dursleys auf die Magie auslöste. Im Stein der Weisen wird erstmals enthüllt, dass Harrys Eltern nicht bei einem Autounfall starben, sondern von Lord Voldemort ermordet wurden. Obwohl Petunia und ihre Schwester nicht mehr miteinander sprachen, liebte sie sie. Und die Tatsache, dass die magische Welt ihr ihre Schwester nahm, war zweifellos der Nagel im Sarg, der ihren Hass auf alles Magische zementierte. Gerechtfertigt oder nicht. Als nächstes
ist es sicherlich bemerkenswert, dass der kleine Harry den Dursleys quasi aufgezwungen wurde. Obwohl sie sich um ihn irgendwie kümmerten, war es sicherlich nichts, wofür sie sich jemals entschieden haben und das sie auch nicht wollten. Sie wurden nicht dafür bezahlt, sich um Harry zu kümmern und hatten auch keine große Wahl, wie hart das auch klingt. Meiner Meinung nach haben sie in diesem Punkt durchaus irgendwie recht. Als nächstes das Fiasko im Zoo. Im Stein der Weisen benutzt Harry Magie, um das Glas zu entfernen, das die Riesenschlange im Zoo gefangen hielt. Für Harry war das ziemlich harmlos und ein guter Spaß, aber für die Dursleys brachte es ihren Sohn Dudley in Gefahr und das war gerechtfertigt. Als nächstes die Briefe. Als Harry zum ersten Mal Post bekam, wusste er nicht, was er davon halten sollte. Doch bevor er sie richtig öffnen konnte, griff Vernon Dursley ein und sorgte dafür, dass Harry niemals den Inhalt des Briefes erfahren würde. Er hinderte Harry daran, den Brief zu lesen und ihn zu entsorgen. Aber die Briefe trafen immer häufiger ein. Harry würde diesen Brief lesen, ob Vernon es wollte oder nicht. Aus Harry Potters Sicht hat Vernon ihn daran gehindert, etwas zu lesen, das ihm gehörte. Aber aus Vernons Sicht wollte er Harry vielleicht nur beschützen. Er wollte ihn vor der magischen Welt bewahren, die seine Eltern getötet hat. Die ganze Situation machte Vernon ein wenig verrückt und ich bin mir sicher, dass es ziemlich anstrengend gewesen wäre, damit umzugehen. Gerechtfertigt sozusagen, auf irgendeine Art und Weise. Um der Flut von Briefen zu entkommen, bringt Vernon die Familie von ihrem Zuhause weg. Dort treffen sie auf Hagrid und nach einem kurzen Wortwechsel zuckt Hagrid bereits seinen Zauberstab oder besser gesagt seinen Regenschirm und verpasst ihrem Sohn einen Schweineschwanz. Um den Schwanz entfernen zu lassen, musste Dudley schließlich operiert werden, was zweifellos eine vernichtende Erfahrung war, also auch irgendwie hassgerechtfertigt. Spulen wir zum zweiten Buch vor und das nächste Mal, dass ihnen die Magie einen Strich durch die Rechnung macht, ist, als Dobby in ihrem Haus auftaucht und Vernons großen Geschäftsabschluss ruiniert. Wieder einmal sind unerklärliche und terrorisierende Formen von Magie in sein Haus und sein Leben eingedrungen und haben seine Angelegenheiten durcheinander gebracht und das zu Recht. Als nächstes versucht Vernon, Harry daran zu hindern, das Haus mit dem fliegenden Fort Anglia zu verlassen. Das Ergebnis ist, dass Vernon aus dem Fenster fällt, ein Sturz, der möglicherweise tödlich hätte enden können. Selbst wenn Vernon nur Harrys Wohl im Sinn hatte, wäre dieses ganze Fiasko für ihn leicht zu vermeiden gewesen. Spulen wir zum dritten Buch vor und die Magie ruiniert Vernons Tag wieder einmal während eines Besuchs von Harrys Tante Marge. Aber Tante Marge hörte plötzlich auf zu sprechen. Einen Moment lang sah es so aus, als würden ihr die Worte fehlen. Sie schien vor unaussprechlicher Wut anzuschwellen, aber das Anschwellen hörte nicht auf. Ihr großes rotes Gesicht begann sich aufzublähen, ihre winzigen Augen wölbten sich und ihr Mund spannte sich zu sehr an, um sprechen zu können. Sie verwandelte sich in einen Ballon. Die überwiegende Mehrheit der unglücklichen Begegnungen der Dursleys mit der Magie ereignen sich in den Büchern 1 bis 3, aber auch später passieren ihnen noch einige Dinge. Im Buch 4 trifft das Unglück Dudley, als Fred und George, die sich an den Dursleys rächen wollten, einen Tonzungen-Toffee in Dudleys Nähe fallen lassen, weil sie wissen, dass er nicht widerstehen kann. Obwohl die Situation schon für einen Zauberer sehr komisch ist, bin ich mir sicher, dass sie für einen Muggel ziemlich beunruhigend gewesen sein muss, zumal Dudley fast erstickt wäre. Im Buch 5 geschieht etwas, das ihren Hass auf die magische Welt meiner Meinung nach mehr als alles andere rechtfertigt. Der Angriff der Dementoren auf Dudley. Natürlich wurde Dudley nur angegriffen, weil er mit Harry zusammen war, aber er wurde trotzdem angegriffen. Ein Angriff durch einen Dementor ist im Grunde ein Angriff auf sein Leben. Dass sie begeistert sind von Kreaturen, die ihren Sohn in seiner Heimatstadt angreifen, ist völlig unrealistisch, also auch irgendwie gerechtfertigt. Im Buch 7 werden die Dursleys schließlich aus ihrem Haus vertrieben, wiederum als Folge der magischen Welt wegen der Zielscheibe auf Harrys Rücken. In diesem Fall hat es die magische Welt nicht auf sie abgesehen, sondern die magische Welt ist viel näher an ihr Zuhause herangerückt, als sie es bisher gewohnt waren. Ich kann durchaus verstehen, dass der Zwang, ihre Sachen zu packen und ihr Zuhause zu verlassen, Gefühle der Wut gegenüber der magischen Welt hervorrufen würde. Zusammenfassend denke ich, dass wenn man die Geschichte von Harry Potter aus der Sicht der Dursleys betrachtet, Muggel mit sehr wenig magischem Wissen Teil ihres Hasses gegenüber der Welt der Magie sicherlich gerechtfertigt sind. Aus der Perspektive der Zauberer mit zusätzlichem Kontext und Informationen über Magie mögen einige dieser Dinge harmlos erscheinen, aber wir müssen versuchen, uns daran zu erinnern, wie die Dinge für einen Außenstehenden aussehen würden. Was nicht zu rechtfertigen ist, ist ihr schreckliches Verhalten und ihr anfänglicher, völlig irrationaler Hass auf die Magie. Ich will nicht sagen, dass die Dursleys gut sind, ganz und gar nicht, aber ich versuche hier, die andere Seite der Medaille zu betrachten und irgendwie einen Grund dafür zu finden, warum sie so einen Hass gegen Magie ausüben.
Aber was meint ihr dazu? War der Hass der Dursleys auf die Magie gerechtfertigt? Sehr, ein wenig oder überhaupt nicht? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.